Ja, heute haben wir den 2. Februar 2022. So sieht es aus, wenn die Russell Gang, die Quadro Gang, die Wäsche begutachten. Meine Wäsche aus meiner alten Wohnung. Die eine ist gewaschen und die eine ist noch im Wäschekorb. Aber ich denke, die machen sie jetzt gleich leer. Ah, der eine Moses oder Noah hat schon den Stoff hier. Ah, da ist der Kissen, das Kissen wird bearbeitet. Ab und zu mal Hallo sagen zu Daddy. Sehr gut. Schau mal, was sie da machen. Ne? Ja, die schöne Abenteuerspielplatz, ne? Mit der Folie und der Decke. Na, sagen wir schon an der Decke. Ah, einer hat schon. Ah, ist ein Stofftier? Ja. Okay, das Kissen ist natürlich eine sehr Herausforderung, ne? für Noah und für Moses. Was? Das müssen wir mal explizieren. Ne? Ich glaube, da brauchen wir eine Grundreinigung. Ja, mal schauen, ob wir das hier ein bisschen in unsere Abteilung bringen, wo uns das Spaß macht, das mal an zu testen, wie das schmeckt. Ja, Salomo hat sein, nicht Cherry, nicht Salomo hat sein Ding. Aber Salomo holt sich mal ein bisschen Wäsche raus. Er hat schon mal einen Socken erwischt. Ja, der ist besonders nach Käse. Den muss ich mir mal besser verinnerlichen. Ne? Mal schauen, ob der Geschmack auch zutrifft. Den ich mir vorstelle. Oh, no. Oh, ich habe gerade hier ein Fan. Nicht Cherry ist das. Oh, der nächste schon Wäschekorb. Mal schauen, was er findet, der Noah. Jetzt ist Noah, ja. Was er rausholt aus dem Wäschekorb. Oh ja, oh, der hat ein Handtuch. Oder irgendwas, ja. Handtuch, Socke, Unterhosen, Mützen. Ja, da ist ja alles drin. Alles, was man so ein englisches Setterherz begehrt, was man so rumziehen kann, ne? Durch den Laden hier. Oh, da wird jetzt geredet um die Unterhose. Nein, ich meine die Unterhose. Ich ziehe sie an. Du ziehst sie an? Nein, ich ziehe sie an. Die Decke ist natürlich auch sehr interessant. Na? Die müsste man eigentlich runterziehen können, aber das ist schwer. Alles Kissen, sagt Moses, das ist cool. Gefällt mir, da kann man so richtig reinbeißen und dann mit den Kämpfen da und drauf liegen. Na, oder Noah hat schon, wer hatte noch was? Okay, Noah, schaut weiter in den Wäschekorb. Herrchen, du musst jetzt die Wäsche ganz sauber waschen. Na, ich sehe schon, da sind einige Sachen dabei. Die brauchen einen Spezialgang. Na, die müssen wir erstmal bearbeiten, beobachten. Na, und schauen, welchen Fleckentferner wir nehmen. Na. Und manche brauchst du gar nicht, die machen wir gleich so weg, dass du das da einfach kein Problem mehr hast. Das Kissen macht Moses klar. Noah macht gerade ein Hemd klar. Und da hinten Jeremiah ist an der Socke und am Schlafsack. Oder Handschuh? Was hat er da? Socke. Was hat ein. Da ist nochmal einer. Der hat auch nochmal ein Hemd. Da ist immer der gleiche, ja. Hemd. Na, da geht es richtig ab. Ja, die wollen natürlich auch helfen beim Aufräumen, beim Wäsche sauber machen. Mal gucken, welchen Spezialgang wir brauchen oder welche Wäscheverstärker oder Reiniger wir brauchen. Ne? Gucken, ob auch alles frei ist. An besonderen Flecken, die wir vielleicht selber wegbeißen können. Ne? Wir sind ja auch die Fleckenentferner vom Dienst, aber es macht ja richtig Spaß mit der Wäsche. Da zu Hause waren. Wir wollten immer mal ein bisschen Wäsche waschen und helfen, ne? Haben sie gesagt. Und jetzt sind sie voll dabei. Unterstützen gerade so mein Wäschekram-Programm. Das sind bestimmt 5-6 Ladungen, die ich waschen müsste. Ne? Aha, Salomo, guckt, was er noch findet. Die Hose wäre nicht schlecht, ja, dieser Anzug, dieser Jumper, ne? Der sieht ja nicht schlecht aus. Ah, den tun wir mal rein, den brauchen wir noch nicht. Ah ja, Noah hat sich die Unterhose gekrallt. Hey, meine Lieblingsunterhose, hallo. Naja, mal gucken, ne? Ob die Bremsspuren auch echt sind. Nicht schlecht, ja, so sieht's aus. Für den englischen Setter-Babys. 4 Monate ab übermorgen helfen aufräumen und Wäsche zu waschen und desinfizieren und schauen, dass es auch ein richtiges Wäscheprogramm kommt. Na, wird die Matratze und der Kissen ein paar Mal umgedreht. Jeder macht so sein Kau-Testprogramm und dann geben sie dann wahrscheinlich nachher meine Vorschläge, wie sie das gern waschen würden oder entfernen wollen. Besonders ja mit dem Fleckenentferner, da müssen wir noch schauen, welche hinzukommen und welche weggekratzt oder gebissen worden sind. Ja, das ist schon ein spannendes Programm hier. Sehr interessant. Es gibt einiges zu tun, Herrchen. Wir helfen dir ja. Wir sind mitten dir und helfen dir. Moses, Noah, Jeremiah, Salomo. Voll im Wäscheprogramm.